Bevor das Video losgeht, möchte ich noch erwähnen, dass 2/3 meiner Zuschauer noch keine Abonnenten sind. Also wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst einfach mal ein Like und ein Abo da und jetzt geht's los mit dem Video. Willkommen zurück zu SimCity Builded. Ja, ist eine Weile her, kommt euch vielleicht nicht so vor. Liegt einfach daran, dass ich vorletzte Woche 2 Folgen aufgenommen habe und das dann natürlich auch für 2 Wochen gereicht hat. Wir haben hier noch einiges einzusammeln. In der Zwischenzeit habe ich auch ein paar Erfolge bekommen. Die können wir uns ja auch gleich mal angucken. Hier zum Beispiel Meisterhändler, 1 Million verdienen, habe ich geschafft. Dann Wutum auf Stufe 10, das werden wir uns gleich nochmal angucken. Und 25 regionale Exportreihen vervollständigen, habe ich auch gemacht. Das heißt, wir haben jetzt auch ein bisschen mehr Simcash. Zusätzlich haben wir hier noch den Tagesbonus. Den gucken wir uns auch nochmal an. Brot und Gras, das könnten wir auch gleich verkaufen. Aber zuerst möchte ich hier nochmal reingucken. Ich habe nämlich ein Omega 2 bekommen. Das ist recht zufällig. Hier ist noch eins. Man kann unterschiedliche Sachen bekommen. Also man kann Omega 1 bis 3, glaube ich, bekommen. Und es liegt ein bisschen an der Zeit. Also wie lange das dauert. Das hier habe ich schon gemacht. Deshalb, oh, Stadtlager voll. Ja gut, dann verkaufen wir erstmal die Sachen. Und wir werden heute noch Punkte holen. Diesmal in der oberen Liga. Ich werde es mal wieder versuchen. Und ich habe hier schon eine ganze Menge drin. Ich weiß nicht, was ich wegmachen kann. Das da können wir ja wegmachen. Diese 500. So, dann 3x Gras. Schnell verkauft. Zum Verkauf freigeben. Ansonsten ist eigentlich nicht viel passiert. Ich habe halt in der letzten Liga nochmal gespielt. Bin leider nur 3. geworden. Das werden wir auch gleich einsammeln. Aber jetzt erstmal hier Omega 2. Nehmen wir das. Hier haben wir Stiefel. Eine Katze, glaube ich. Und die ganzen anderen Sachen nehmen wir auch mal gleich wieder mit. Ja, damit ist unser Lager wieder komplett, na, fast komplett voll. Das starten wir nochmal. Und dann, ja, sammeln wir uns das hier ein. Ja, wie gesagt, leider nur 3. Ich hätte natürlich viel mehr Punkte holen können, aber ich bin zufrieden damit. 100 Simcash, kann man nicht meckern. Jetzt sind wir in der Megalopolis-Liga und der Wettbewerb endet in genau 5 Tagen. Das heißt, der sollte erst vor kurzem begonnen haben. Ich guck mal, wie viele Punkte die so schon haben. Gerade mal 6600, also es sollte auf jeden Fall klappen. Ich würde sagen, fangen wir wie immer mit Simoleons an. Hier habe ich das mir noch aufgespart. Das sind knapp 16.000. Und sammeln wir mal die etwas günstigeren Sachen ein, damit wir ein bisschen mehr Platz bekommen. Da haben wir sie schon, 1275 Punkte. Im Pass, da habe ich noch was freigeschaltet, nämlich hier die Santiago-Seilbahn. Sammeln wir mal ein, ich werde es jetzt nicht unbedingt bauen. Strandbereich erweitern könnten wir uns angucken, Wohngebäude und Frostfjordgebiete. Alles andere würde ich tatsächlich noch nicht machen. Gucken wir uns erstmal den Wutturm an, Stufe 10. Ja, mit Stufe 10 haben wir jetzt Unwetter freigeschaltet. Das Doofe ist, mir fehlt eine Batterie. Das heißt, wir gucken gleich nochmal bei Hans vorbei. Das kann ich nicht machen, das kann ich nicht machen. Das auch nicht. Merkwürdigerweise ist mein Lager komplett voll.
obwohl ich da kaum Sachen drin habe. Natürlich die neuen Sachen habe ich hergestellt. Ja, ich bin auch jetzt auf Level 31. Ich habe den Burger freigeschaltet und auch gleich noch hergestellt. Ich habe wirklich überhaupt nichts zu viel. Die regionalen Sachen habe ich alle ein bisschen. Ja, ein paar Sachen, um das Monster anzugreifen, aber ich glaube, es gibt gerade kein Monster. Nein, das kommt erst in 15 Stunden, also ist wesentlich zu spät. Nein, wir wollten ja mal kurz. Nicht Hans, Heinz, so hieß der. Mal gucken, ob er was verkauft. Und dabei merke ich gerade, natürlich ist mein Lager voll. Ich hätte es entleeren sollen. Heinz hat aber auch nicht wirklich was Wertvolles. Ich nehme erstmal einfach die Teekanne mit. Dann sammeln wir das hier noch ein. Dann verkaufen wir jetzt doch nochmal was. Einfach das günstigste einsammeln. Was haben wir hier? 820 ist so das günstigste, was man jetzt noch einsammeln kann. Leider. So, ein Brot. Schnell verkauft. Feuerstelle. Und eine Uhr. Habe ich von etwas eigentlich zu wenig? Nein, ich habe von allem zwei, also ich kann den kompletten Überschuss jetzt einfach mal loswerden. 930 und 820 nehmen wir auch mal kurz mit. So, jetzt haben wir schon ein bisschen mehr Platz. Wohngebiete. Da bräuchten wir einfach nur einen Schrank. Gut, das könnte man schnell herstellen. Das könnte man auch schnell herstellen. Ich glaube, die machen wir auch gleich. Also ein Schrank und Glas. Was braucht man denn für einen Schrank? Zweimal Glas, zwei Bretter und eine Farbe. Gut, dann würde ich sagen, bohren wir uns hier mal durch. Stadtlager voll. Dann könnten wir ja schon mal ein Brett auf jeden Fall machen. Ja, unser Stadtlager ist wieder komplett voll. Warum auch immer. Einfach mal die elektrischen Bauteile hier verkaufen. Da haben wir ein bisschen mehr Platz. Das einsammeln, obwohl wir es nicht brauchen. Glas. Hier ist Glas. Ich habe nur zweimal Glas hergestellt. Oh. In dem Moment habe ich die Werbung wirklich mal genossen, weil ich jetzt einfach drei Glas habe. Das heißt, ich kann mir den Schrank jetzt schon mal herstellen. Ich muss mir dann noch eine Farbe und ein Brett basteln. Das machen wir auch jetzt gleich nochmal. So, Brett. Brett. Farbe braucht man zwei Metall, einmal Mineralien noch. Zwei Metall. Und nehmen wir einfach zweimal Mineralien. Noch die Farbe hinterher. So, und jetzt können wir schon mal die Aufgabe annehmen. Wir haben ja genug für ein Haus. Wohngebäude ausbauen. 1600 Punkte. Machen wir direkt das hier. Und ich glaube, das hier war's. Ja. Gemüsesmoothie. Da würde ich mir doch lieber noch mal ein anderes angucken. Hammerschuhe. Kann ja nicht so schwer sein, oder? Schuhe sind hier. Stoff, Plastik, Kleber. Was braucht man für Kleber? Plastikchemikalien. Chemikalien haben wir. Also Chemikalien 1, zweimal Stoff, Chemikalien 2. Dann können wir uns auch gleich den Kleber herstellen. Und einmal, hier war es, einmal Schuhe.
Und jetzt brauchen wir nur noch einen Hammer. Dafür haben wir allerdings noch nicht genug Holz. Deshalb lassen wir das erstmal noch kurz. Ja, machen wir es einfach schon mal, um die Punkte einzusammeln. 1600 Punkte in der Tasche. Grünteilgebiete. Okay, ein Stück gerade mal. Da wird mir was angeboten. Nee, das brauche ich noch selber. Unser Omega-Lager quillt auch schon fast über. Kann ich es erhöhen? Natürlich habe ich genau das nicht, was ich brauche. Danke für die Werbung, aber ich brauche es für etwas anderes noch. Später, vielleicht. Grünteilgebiete. Gucken wir mal. Ich habe schon mal den Biomarkt gebaut. Einfach weil ich die ganze Zeit ermahnt wurde. Es war richtig, richtig nervig. Ihr habt es ja selber gesehen. Hier ist der Luxus-Biomarkt. Hat eine ziemlich große Reichweite. Also ich kann nur noch eine ganze Menge bauen. Und hier ist auch schon eine Menge, was ich machen kann. Ein Donut, zwei Gemüse. Einmal Flipflops würde ich dann auch machen. Ja, ich glaube einfach einmal Flipflops herstellen, fertig. Ja, mache ich einfach mal, damit wir hier auch das regionale Stadtlager bauen können. Klebermaßband brauchen wir. Das hier war's, ja. Dann können wir das ja auch schon abschließen. Klebermaßband und Hammer muss ich noch herstellen. So. Fertig. Wir haben richtig schnell Punkte hier. Gefällt mir. Jetzt schon 3800 Punkte. Ja. So, dann kehren wir jetzt zurück zur Hauptstadt. Brauchen Kleber, Hammer und Maßband. Maßband braucht Plastik. Das haben wir hier. Hammer, Maßband und Kleber braucht nur noch ein bisschen Chemikalien. Die sollten wir ja noch haben. Ja, genau zwei Stück haben wir noch. Und Kleber. Sehr schön, jetzt haben wir alles wieder zusammen. Und jetzt können wir uns auch gleich nach der nächsten Aufgabe umgucken. Omega-Gebäude ausbauen, Frostfjord-Gebiete ausbauen. Und es gibt hier noch etwas, kleiner Akazienwald und Schaufeln. Sammeln wir einfach mal ein. Es gibt hier nämlich jetzt die botanischen Gärten. Noch eine zusätzliche Aufgabe quasi. Und mir gefallen ziemlich sehr die goldenen Schlüsse hier. Da brauche ich noch ein paar Punkte, aber auch nicht besonders viel. Omega-Gebäude. Ja, da fehlt mir Omega-Stuff und da auch, okay. Omega-Gebäude können wir erstmal nicht machen, aber wir können ja mal versuchen, einfach neue Baupläne zu machen. Mache ich dann vielleicht nach der Folge. So, dann gehen wir mal rüber. Frostfjord-Gebiete, gucken wir uns an, was wir da machen können. Und zwar, was gibt's hier so? Nein, da wollte ich nicht hin. 4 Energy Drinks. Nee.
Drei Gemüsesmoothie, vier Schläger, nö. Vier Chemikalien. Gut, dann muss ich mir da wohl eine Werbung angucken, weil sonst wird das nicht besonders schnell fertig. Fischkonserve müsste ich mir dann nochmal herstellen. Also kehren wir wieder zurück. Wir brauchen Metall und viermal Chemikalien. Hier ist schon mal einmal Metall und Chemikalien sind hier. Gut, dann mache ich das mal kurz so. Die Werbung wird eh gleich abgespielt. Oder jetzt noch nicht. Na komm schon. Will nicht. Gut, dann mache ich jetzt hier einen kurzen Cut. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich mir die Werbung angeguckt habe. So, ich habe mir jetzt die Werbung angeguckt. Jetzt haben wir hier viermal Chemikalien. So, machen die drei hier nochmal rein. Dann nehmen wir gleich schon mal die Aufgabe an. Frostfjordgebiete, zwei Stück, 20.000 Punkte. Metall habe ich schon mitgenommen, oder? Ja, Metall habe ich schon. Dann gehen wir mal rüber, verbessern schon mal das erste Gebäude. Und dann kriegen wir auch gleich das nächste, was wir verbessern können. Ja, verbessern wir. Gleich hier nochmal Fischkonserven herstellen. Dreimal Fischkonserven, zweimal Pflanzen. Ist ganz okay, würde ich sagen. Muss ich jetzt nochmal zweimal Metall holen. Ne, dreimal. Dreimal Metall. Damit wir dreimal Fischkonserven herstellen können. Und zwei Schösslinge. So, Schösslinge sind hier. Wir haben zu wenig Samen. Nehmen wir einfach die hier mit. Machen schon mal zwei davon. Und ich habe ja noch einige Schaufeln von dem Botanischen Gartenpass. So, gehen wir jetzt wieder rüber. Dann stelle ich die Fischkonserven her. Eins, zwei, drei. Ich würde sagen, wir packen da auch gleich einen Boost dahinter. Ich habe keinen wirklichen Boost mehr. Ich habe Gepardentempomarken, das wäre natürlich eine komplette Verschwendung. Aber egal. Es geht ja um die paar Punkte, die wir brauchen. Gucken wir schon mal in die besten Listen rein. Mal gucken, wo wir da stehen. An fünfter Stelle. Also wenn wir uns hier halten könnten, hätten wir schon 500 Simcash. Das wäre natürlich schön. Aber ich glaube, also ich fürchte, ich werde noch weiter absteigen. Ja. Ich guck mal kurz, wie lange kann das noch dauern. 2 Minuten etwa, dann könnten wir das schon machen. So lange können wir uns ja auch schon ein paar andere Aufgaben angucken. Neosimoleons verdienen werde ich auf jeden Fall nicht machen. Flossensimoleons wahrscheinlich auch nicht. Als ich das mit dem Grüntal, mit dem Blattsimoleons gemacht habe, das war extrem schwer und deshalb habe ich dann auch das nicht richtig hingekriegt, genügend Punkte zu holen. Fische herstellen und einsammeln, 56 ist ein bisschen sehr viel. Katastrophengebiete neu aufbauen, da würde ich ganz gerne auf Katastrophen auslösen
noch warten und auf goldene Schlüssel einsammeln. Dann machen wir wieder Erdbeben, glaube ich. Ja, Erdbeben war es. Und hier haben wir schon eine Fischkonserve. Der andere braucht noch eine Minute. Ja, ich glaube, wir hatten noch was bei Hansstadt. Ich glaube, wir haben nur die Teekanne gekauft. Kaufen wir einfach mal alles. Es lohnt sich einfach immer alles zu kaufen. Also zumindest bei den meisten Sachen. Fisch und Glas jetzt zum Beispiel wäre nicht unbedingt nötig. Aber man kann sie einfach mal machen und dann sogar fürs Doppelte verkaufen. In Heinzstadt wird nämlich alles beim Standardpreis verkauft. Also wenn man das hier einfach so reinpacken würde, Glas für 90, fertig. So, das verkaufen wir schon mal. Die Schaufeln würde ich erstmal ganz gerne behalten. Ansonsten haben wir nichts wirklich, was günstig hier ist, was man noch einsammeln könnte. So, das ist so gut wie fertig. Jetzt können wir auch schon das zweite verbessern und uns 2000 Punkte holen. Stadtbereich erweitern wird natürlich jetzt auch ganz schön schwer. Oh, wir sind dritter Platz. Es wären jetzt schon 1000 Sim-Cash. Ja, ich habe leider zu wenig von diesen Bulldozer-Rädern. Deshalb klappt das nicht. Ja, ansonsten gäbe es eigentlich kaum noch was, was man machen könnte. Ich möchte es eigentlich nicht machen, aber ich guck mal kurz. Naja, nee, eher nicht. Eher nicht. Die Folge ist auch schon ziemlich lang. Aber ich würde sagen, Leute, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.